Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie heute ganz herzlich im Namen des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen zu unserem inzwischen dritten WoWi-Talk in Nordrhein-Westfalen in der gleichnamigen Diskussions- und Veranstaltungsreihe unseres GdW-Bundesverbandes hier im Club Astoria in Köln begrüßen darf. Wir führen gemeinsam mit unserem Bundesverband diese wohnungspolitischen Diskussionsveranstaltungen bis zur Bundestagswahl durch. Das ist schon die dritte in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns bereits in Gelsenkirchen auf Nordstern bei Viva West getroffen, haben über das Thema Willkommenskultur für Bagger und Baukräne diskutiert. Wir haben uns dann am Dienstag in dieser Woche im Ruhrstadion in Bochum über die Wohnungsmärkte und bezahlbares Wohnen im Ruhrgebiet unterhalten. Heute stehen die Ballungsräume, die Metropolregion, die Schwarmstädte im Mittelpunkt. Die Frage, wie schaffen wir es, bezahlbaren Wohnungsbau in den Regionen zu realisieren, in denen es dicht ist, in denen es eng ist, in denen wir zunehmende Mietpreisentwicklungen haben. Da werden wir diskutieren müssen über Bauland, über die Frage, wie können wir schneller werden, auch bei Baugenehmigungen, und auch über die Frage, reicht die Förderkulisse aus, müssen wir nicht mehr tun, ist an dieser Stelle auch der Bund gefragt. Über all diese Fragen wollen wir heute in der kommenden Stunde diskutieren, mit Ihnen auch hier vor Ort, mit unserem Podium, aber natürlich auch mit der Netzgemeinde, die ich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich von hier in Köln begrüßen möchte. Und damit übergebe ich an unsere Moderatorin Judith Schulte-Loh. Vielen Dank. Herr Richter, danke Ihnen herzlich. Das ist super, wenn Sie die Einführung machen, dann weiß ich auch jetzt, worum es geht. Also Wohnen als gemeinsame Aufgabe in Metropolregionen, das ist unser Thema und das ist eins, was Ihnen natürlich allen bekannt ist. Ob Sie in Köln sind, ob Sie in Düsseldorf sind, ob Sie in Frankfurt oder in Berlin sind, überall ist irgendwann die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt das Thema, über das alle diskutieren. Die Mieten sind horrend gestiegen, gerade in diesen Städten, wie hier zum Beispiel in Köln. Wohnen, ja, tatsächlich Eigentum erwerben, können sich immer weniger leisten. Und die Frage ist nicht nur, die wir diskutieren wollen, muss sich was ändern? Ich glaube, diese Frage erübrigt sich, sondern es geht wirklich ausschließlich um das, wie wir was ändern wollen und darüber halt das Gespräch vor der Wahl mit den Politikern aus den verschiedenen Fraktionen. Sie haben es angesprochen, Herr Richter, wir sind Livestream, also auch im Netz können Sie uns verfolgen, wo immer Sie jetzt gerade sitzen. Und diskutieren Sie doch einfach mit unter Hashtag WoWiTalk, können Sie auch die Fragen, die Ihnen während der Diskussion auffallen oder die Ihnen wichtig sind zu diesem Thema, die noch nicht gestellt wurden, uns einfach unter Hashtag WoWiTalk schicken und dann werden wir Ihre Fragen in die Diskussion mit einbeziehen. Und Sie sind natürlich auch dran, also ich möchte auch gerne Sie in diese Diskussion mit einbeziehen und auf Sie zukommen. Also eine Stunde bevor ins Feiern geht, heißt es jetzt hier arbeiten, aber auch das kann ganz vergnüglich werden. Ich möchte Ihnen jetzt die Teilnehmer der Runde vorstellen. Direkt neben mir sitzt Carsten Möhring, CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages und auch Mitglied des Bauausschusses. Neben Ihnen, Herr Möhring, ist der Platz noch frei. Wir haben nämlich vor, eine kleine bunte Runde Reihe zu machen und damit gleich die Kollegin Elfi Schuh-Antwerpes, ich sage Kollegin, weil sie auch Mitglied des Bundestages ist, aber natürlich Sozialdemokratin, Platz nehmen. Jörg Dethjen ist hier, Fraktionsvorsitzender der Kölner Linken und Ratsmitglied. Katharina Dröge sitzt neben ihm, Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls MdB und unter anderem Obfrau im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Reinhard Huben, FDP, Mitglied des NRW-Landesvorstandes, schön, dass Sie da sind. Und natürlich Katrin Möller, Vorstandsmitglied der GAG Immobilien AG hier in Köln. Schön, dass Sie alle da sind und da kommt gerade Elfi Schuh-Antwerpes, die Flux zu uns aufs Podium kommt. Wir haben hier noch ein weiteres Handmikrofon, Frau Schuh-Antwerpes, das Sie nutzen können. Jetzt ist die Runde sozusagen komplett und wir können anfangen. Ich würde Frau Möller erstmal kurz mit Ihnen beginnen. Wir wissen alle, dass im März 2016 das Bundeskabinett ja die Wohnungsbauoffensive des Bündnisses beschlossen hat. Bund, Länder, Kommunen, Wohnungsbauwirtschaft, Mieterbund, Gewerkschaften, also wirklich aus den verschiedensten Bereichen sind alle in diesem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen dabei. Aus Ihrer Sicht, wie funktioniert das? Was hat das gebracht bisher? Nun, wir stehen ja kurz, also das Bündnis hat ein Zwischenergebnis oder beziehungsweise einen Abschlussbericht vorgelegt. Wir sind
Wir sind selber als GdW zwischenzeitlich aus dem Bündnis auch ausgeschieden, weil wir einfach gemerkt haben, dass es zwischenzeitlich in eine Richtung lief, wo man sagt, also da kann man eigentlich das positive Ergebnis des preiswerten Wohnens nicht mehr erzielen. Zwischenzeitlich sind die Verbände wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt und wir sind wieder dabei, weil wir glauben, dass wir nur gemeinsam auch etwas erzielen können. Ein großes Thema im Bündnis für Wohnen, deswegen bleibe ich da mal bei, ist natürlich, um das preiswerte Wohnen zu erreichen, ist das Thema der Baukosten. Und das Thema Baukosten wird nicht nur getrieben von der Bauindustrie. Man kann jetzt nicht sagen, die schießen die Preise in die Höhe und deswegen ist das Bauen so teuer, sondern die Arbeitsgruppen des Bündnisses haben wirklich sehr, sehr gut herausgearbeitet, dass es eben vor allen Dingen an einer ganzen Reihe von Gesetzmäßigkeiten, Vorschriften, DIN-Vorschriften vor allen Dingen auch gibt, Richtlinien, die einzuhalten sind, die eben halt das Bauen eben halt immer ein Stückchen weiter verteuern. Alles Dinge, die unbenommen sinnvoll sind, die aber natürlich immer aufeinander geschichtet dann eben halt doch zu relativ hohen Baukosten führen. Das ist ein Thema, wo wir wieder ran müssen. Und da spielt natürlich gerade das Thema der Umweltpolitik natürlich eine große Rolle. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt. Und schon gucken Sie Frau Dröger an. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt, aber die müssen auch bezahlbar bleiben. Oder die müssen auch bezahlbar sein. Also das ist ein großes Thema. Was wir sicherlich erreicht haben, ist das urbane Gebiet in das Baugesetzbuch zu verankern. Das war für uns ein großes Ziel, ein großer Gewinn. Aber auch das ist nur so ein halber Gewinn, weil die Emissionsschutzverordnung, die parallel mitgeändert hätte werden müssen, eben halt nicht geändert worden sind. Und auch damit ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber eben halt auch nur ein halber. Also von daher sagen wir, Bündnis für Wohnen ist gut. Es ist gut, dass es diesen politischen Aufschlag gab. Es gab sicherlich auch eine Reihe guter Ergebnisse, aber wir sind noch bei weitem nicht am Ende. Okay, sollte es fortgesetzt werden, Herr Möhring, auch über diese Bundestagswahl hinaus? Also fortgesetzt werden muss es auf jeden Fall, weil das Gespräch aller Beteiligten sinnvoll ist. Aber man darf auch nicht zu viel davon erwarten. Wenn man sich anguckt, was bei dieser Kommission herausgekommen ist, dann sind das nicht sehr viele harte Fakten, um die es geht. Wir haben aber auch ein paar Punkte, bei denen wir Zwängen unterliegen, die man nicht so ohne weiteres wegbekommt. Also Sie haben eben zu Recht gesagt, was sind die Rahmenbedingungen, die die Kosten in die Höhe treiben. Jetzt nehmen wir mal und haben Frau Dröge angeguckt, obwohl sie gar nicht verantwortlich ist dafür, denn die Regelung haben wir in der Großen Koalition gemacht. Allerdings, Grünen wirken immer einflussreicher. Ja, genau. Aber wahrscheinlich hätten die Grünen gerne noch einen draufgelegt dabei. So, alles, was wir zum Thema Klimaschutz machen, kostet Geld. Und das ist völlig egal, ob wir das im Verkehr machen oder beim Bauen machen. Wenn wir diese Ziele erreichen wollen, zahlt der Endverbraucher, direkt oder indirekt. Und das ist beim Wohnen genauso. Die Frage ist, wie weit man das sozial auffangen kann. Und dann reden wir über die Frage von sozialem Wohnungsbau oder auch von individueller Förderung, was Wohngeld und Ähnliches angeht. Aber das Gespräch muss bleiben, schon deswegen, weil wir natürlich auch die fachkundigen Teilnehmer darin brauchen, die uns etwas sagen, wo man was machen kann. Ich weiß schon sehr genau, dass die Frage der Regelungsdichte ein Problem ist. Ich will mal sagen, als wir vom Bund, den Bundesländern die Möglichkeit gegeben haben, über die Landesbauordnung Regelungen zu treffen, war das Ergebnis nicht etwa eine Harmonisierung, sondern eine Differenzierung des Systems. Und ein Bauträger, der in mehr als einem Bundesland arbeitet, der hat das Problem, dass er anschließend tatsächlich bundeslandspezifische Lösungen braucht und keine Standardisierung machen kann. Das haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, wenn wir von den Ländern was zurückhaben wollen, dann muss der Bund dafür was zahlen. Also ich würde mal erst mal sagen, die Länder sind in der Pflicht, hier etwas zu harmonisieren und dann kann man schon ein bisschen was machen. Grunderwerbschau und alles, da werden wir vielleicht noch drauf kommen. Mhm. Ich belasse es erst mal dabei. Mhm. Frau Schoan-Werpes, wie sehen Sie das, das Bündnis? Ich mache das jetzt mal, ich kürze das mal jetzt so ab, weil wir zu den einzelnen Punkten, ob das nun Grundstücke sind oder auch Finanzierung und so noch kommen, mit der Bitte um kurze Antworten jeweils. Also das Bündnis für Wohnen sollte fortgesetzt werden, vor allen Dingen aus welchem Grund? Weil wir das nur gemeinschaftlich erreichen können. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe für alle. Und da müssen alle mit ins Boot geholt werden. Und wie Herr Möhring gerade sagte, da müssen die Länder jetzt auch entsprechend in einen Gleichklang gebracht werden. Das kann nicht sein, dass die Länder da so unter NRW ist ja besonders schlecht dran.
gerade wenn man an die Unterstützung für Familien denkt, mit der Unterstützung 6,5%, da sind andere Bundesländer sehr viel besser. Es muss eine Vereinheitlichung stattfinden. Aber das Bündnis ist ganz wichtig. Und dann gehören die Gesellschaften dazu, die Genossenschaften gehören dazu, die Politik gehört dazu, aber es gehören natürlich auch die Bürger und Bürgerinnen dazu. Auf die komme ich gleich auch. Herr Dietchen, wenn wir nochmal schauen, gemeinsam ist ja die Überschrift, wenn wir auf die Metropole gucken. Wir sind in einer Metropole in Köln. Also geht es auch zu schauen, wie arbeiten denn aus Ihrer Sicht, ob das Bund, Land, Stadt in dem Fall zusammen, um tatsächlich die Wohnungsnot, sag ich, ja, Wohnungsnot kann man schon so durchaus sagen, in dieser Großstadt auch zu beheben? Also ich sehe da keine gute Zusammenarbeit, weil meines Erachtens bundesweit die Probleme der Metropolen deutlich unterschätzt werden. Und das sind ja auch besondere Probleme. Und dann gibt es auch noch hausgemachte Probleme, die wir zum Beispiel in Köln haben. Also insofern, wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, wir versuchen in Köln mit einzelnen Maßnahmen, Milieuschutzsatzung und so weiter zu agieren, und die werden jetzt vom Land wieder ausgehebelt, dann können Sie schon sehen, dass es ein Gegeneinander gibt. Ich würde mir auch wünschen, dass der Bund mehr soziale Faktoren einfließen lässt in die Diskussion. Und das sehe ich nicht, dass es da kommen wird, sowohl vom Bund nicht, wie auch nicht vom Land. Ja, Frau Dröge, wo sehen Sie den Schwerpunkt, damit ein gemeinsames Arbeiten an dieser Wohnungspolitik funktioniert? Also gemeinsam miteinander reden ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, darf ja, aber am Ende gut. Die Regelungen nicht ersetzen. Und ich glaube, da hat es jetzt in der Vergangenheit auch gefehlt. Und ich möchte an einem Punkt auch direkt widersprechen, weil ich ja auch angesprochen wurde. Und das ist das Thema Energiestandards der Gebäude. Da hat ja die Stadt Hamburg beispielsweise im öffentlich geförderten Wohnungsbau einen Studienauftrag gegeben und hat genau herausgefunden, dass es unabhängig von den Energiekennziffern der Gebäude war, wie die Baukosten am Ende waren. Das heißt, das ist nicht der Treiber, sondern wenn man sich im Kommunen wie Köln anguckt mit einem unheimlichen Druck, dann sind das andere Faktoren. Das ist einmal das Thema, wie viele Wohnungen aus der Sozialwendung rausgehen. Das sind mehr, als wir schaffen, neu zu bauen. Das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen und wo wir einfach eine entschiedenere Förderung, eine schnellere Förderung auch des öffentlich geförderten Wohnungsbaus voranbringen müssen. Und das Zweite, das ist ein anderes Thema, ist für die Familien, die nicht im sozialen Wohnungsbau leben. Und da brauchen wir dann eine andere Förderung, das darf man nicht vermischen aus meiner Sicht, und wir müssen über das Thema Innenraumverdichtung reden, aber weil Sie eben auch das Thema urbane Gebiete angesprochen haben, wir haben das ja auch richtig gefunden, dass das jetzt wichtig ist, aber es geht immer noch gleichzeitig auch um gutes Leben in der Stadt, und deswegen haben wir uns dagegen ausgesprochen, bei den Emissionsgrenzwerten für Lärm weiter nach oben zu gehen, weil das dann irgendwann auch gesundheitsgefährdend für die Bewohnerinnen und Bewohner wird, und das darf man aus meiner Sicht... Wir sehen, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, über das wir hier diskutieren in einer Stunde und viele einzelne Punkte noch abhalten wollen und diskutieren wollen. Herr Huben, um das Gemeinsame, damit es funktioniert, wir haben ja vorhin schon unterschiedliche Einschätzungen gehört, wie das zwischen Bund und auch Stadt zusammengeht oder auch nicht. Wo müssten Ihres Erachtens Prioritäten gesetzt werden? Ja, ich sehe die Gemeinsamkeiten eigentlich nicht. Es wird auf Bundesebene eine andere Politik gemacht als auf Landesebene, und in den Kommunen, ich spreche jetzt mal von Köln, wird dann ja wieder eine andere Politik gemacht. Also wir hatten ja am Dienstag im Rat eine Diskussion darüber, ob man bestimmte Entfesselungen, die jetzt also die schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf, sprich die Vereinfachung von Regelungen, wirklich nur auf das Bundesniveau Regelungen auch im Bauen einzuführen, ist natürlich reflexartig reagiert worden und gesagt worden, es darf nicht sein, dass diese Add-on-Regelungen der letzten Landesregierung nun zurückgenommen werden. Gleichzeitig führen hier ja manche, Herr Dietchen, das als großen Fortschritt an, das kooperative Baulandmodell in Köln. Also so viele Gelegenheiten, das kooperative Baulandmodell in Praxis in Köln zu erkennen, haben wir ja bisher noch nicht. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Objekte, die so bisher gebaut worden sind. Und solange auch aber das ist mal, schon mal nicht schlecht, oder? Solange Marktwirtschaft und Planwirtschaft an manchen Stellen aufeinander trifft, wird es dann einfach sehr schwer. Ich meine, nur zwei sind besser als nichts. Ja, die Frage ist nur, wie viele Investoren wir abgeschreckt haben über dieses bürokratische Monster und dann vielleicht 10 andere Projekte gehabt hätten. Denn unser Problem ist doch nicht im ersten Schritt die genaue Ziselierung von Verordnungen, sondern ich will es mal ganz platt und kurz ausdrücken, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und das tun wir im Moment nicht. Aber die Wohnungswirtschaft trägt das ja inzwischen mit, das kooperative Baulandmodell.
Wir haben es korrigiert und geändert und die sind soweit einverstanden. Und ich hatte mit der Wohnungswirtschaft, mit der Privaten als Linker noch ein intensives Gespräch. Ja, und wir hoch und heilig versprochen haben, sie bauen 30% geförderte Wohnungen. Habe ich gesagt, super, dann kümmern wir uns doch darum, dass sie entsprechende Liegenschaften kriegen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Wunderbare Überleitung. Es fehlt uns ja an Bauland. Also es fehlt uns an Fläche, an Raum. Und da würde ich mich sehr freuen, also ich sehe das ja aus beiden Richtungen, so wie wir im Rat zusammengesessen haben, aber eben auch mit dem Kollegen Möhring aus der Bundesperspektive, dass es die Möglichkeiten gibt, die wir geschaffen haben, die aber nicht ausgeschöpft werden, Konversationsflächen. Also wenn die Bundeswehr zum Beispiel oder andere aus dem öffentlichen Dienst Flächen bereitstellen würden, dann hätten wir zum Beispiel auch an geeigneten Stellen die Möglichkeit zu bauen. Dann lassen Sie Flächen, uns doch mal nicht gucken, warum das nicht funktioniert. Also das ist klar, damit gebaut werden kann und die Bedingungen werden wir gleich ansprechen, braucht es Grundstücke dazu. Und der Bund hat ja die Absicht, verbilligte Grundstücke abzugeben. Das tun wir ja schon. Ja, zuständig ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA genannt. Aber das funktioniert nicht richtig, möchte man mal sagen. Also Herr Möhring, weil Sie sagen, das tun wir auch, wie sieht denn Ihre Erfolgsbilanz aus? Also das ist im Moment noch schwierig zu sagen, weil das ja erst seit 1 bis 2 Jahren intensiver gemacht wird. Aber wir sollen uns mal nichts vormachen. Konversionsflächen sind begrenzt und haben auch nicht immer die Lage in den Ballungszentren, wo jetzt die Problemlage ist. Ich würde gerne mal die Frage auf eine grundsätzlichere zurückführen. Ich würde gerne bei den Grundstücken bleiben. Okay. Ja gut, darauf will ich hinaus. Weil sonst, nur nicht, dass wir zu grundsätzlich in ein anderes Thema reinkommen, sonst kann man nicht dadurch, wie ich will. Also die Frage der Verdichtung und die Frage der Bereitstellung von Grundstücken ist eine, die Baukosten treibt, also die Wohnungskosten treibt, sage ich mal so, Baukosten nicht unbedingt. Wenn wir aber jetzt in den Ballungszentren so einen massiven Zuzug haben, Nachfrage nach Wohnraum, den ich, wenn ich ihn decken will, erstmal über Grundstücksbereitstellung haben muss, dann ist die Frage, was will eine Kommune eigentlich tatsächlich erreichen? Jeder sagt im Prinzip, Köln auch, wunderbar, wir wachsen, toll, toll. Aber wenn man das jetzt mal etwas gesamtwirtschaftlicher betrachtet, und wir können die Frage ja auch stellen, es ist von Metropolregionen die Rede, ist das eigentlich eine Frage, die eine Kommune alleine lösen muss? Das ist dann auch die Frage, inwiefern man eine interkommunale Zusammenarbeit macht. All das sind ja unterschiedliche Aspekte, die man in dem Zusammenhang diskutieren kann. Ja. Wenn wir nochmal bei der verbilligten Abgabe der Grundstücke... Dann stellt sich die Frage, ob es nur die BIMA betrifft oder ob es nicht auch eine Liegenschaftspolitik der Kommune geben muss, sage ich mir jetzt der Stadt Köln, die gezielt nicht die wirtschaftliche Verwertung, sondern die Steuerung für den Wohnungsbau als Leitkriterium hat. Ja, und die Frage, ob die Bedingungen, zu denen diese Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, tatsächlich so sind, dass sie das einhalten, was sie versprechen. Ja, die Möglichkeit hat die Kommune. Also nämlich verbilligt. Ja, die Möglichkeit hat sie. Sie kann über die Bauleitplanung Einfluss darauf nehmen. Sie kann mit bestimmten Auflagen arbeiten. Der Grundstückswert hängt ja wesentlich davon ab, wie man ihn verwerten kann. Und das hat die Stadt in der Hand. Sie kann also, wenn sie entsprechende Ziele formuliert, dann muss sie, was ihre eigenen Grundstücke angeht, entsprechende preisliche Zugeständnisse machen. Aber auch die Stadt ist ja nur ein Teileigentümer. Das heißt, wir haben ja auch mit den privaten Anbietern zu tun, die wir nicht zwingen können, zu verkaufen oder zu bauen. Und das ist also eine Geschichte, die kann man nicht so ohne weiteres planwirtschaftlich übersteuern. Mhm. Frau Schmoll-Antwerpes, wie kommen wir an mehr Grundstücke ran? Indem wir das Baurecht verändern. Moment. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ja. Und zwar wie? Das muss Ländersache werden. Da müssen die Länder sich beteiligen und dann hat das eine positive Auswirkung auf die Kommune. Okay. Frau Möller, was heißt das? Naja, also ich glaube, Frau Schoen-Werpes spricht das Thema Regionalplan, also Landesentwicklungsplan, Regionalplanung an. Da sind wir wieder bei dem Thema, was Herr Möhring gerade sprach. Wir brauchen natürlich eine engere Zusammenarbeit in der Region. Ich glaube, dass die Region da auf einem ganz guten Weg ist. Den Eindruck habe ich jedenfalls im Moment. Aber ich sag mal, die Schönheit des Prozesses ist das eine, aber die Dringlichkeit, in der wir im Moment stecken, ist das andere. Und ich glaube, versammelt hier ist ja letztendlich heute auch die bestandshaltende Wohnungswirtschaft und wir alle
glaube ich, stehen tatsächlich in den Startlöchern. Es ist nicht so, dass wir, wir haben uns auch gesagt, auch 30% geförderter Wohnungsbau, wir sehen die Notwendigkeit des Bedarfs in der Stadt auch ein, haben auch gesagt, wir tragen diesen Beschluss auch mit, haben dieses kooperative Baulandmodell ja auch, auch intensiv mit der Stadt gemeinsam, mit der Politik gemeinsam auch entwickelt und das auch unterstützt. Mhm. Aber wir brauchen jetzt tatsächlich, müssen jetzt wirklich auch verfügbare, mit Baurecht versehene Grundstücke haben, um loslegen zu können. Ich glaube, wir stehen alle in den Startlöchern, nicht nur die Genossenschaften und Unternehmen, sondern auch die privaten Projektentwickler gemeinsam. Wir sagen, wir legen los, wenn wir die verfügbaren Grundstücke bekommen. Gut. Es gibt ja auch Kommunen, die machen das vor. Also wenn ich an Bochum denke, Bonovia zum Beispiel. Ja, Herr Huben, Sie lachen. Ich finde, das ist ein... Ja, also wenn wir das in Köln auch machen würden, eine Verdichtung und modulares oder serielles Bauen, dann hätten wir alle einen Grund zu lächeln. Und das bedeutet eben eine Baurechtsänderung. Und ich wollte das jetzt nur nochmal verdeutlichen, was damit gemeint ist. Wir merken, die Zeit drängt, damit man tatsächlich Grundstücke hat, um bauen zu können. Wie sehen Sie das? Wie kann tatsächlich Grundstück, wir können natürlich nicht masterplanmäßig sagen, das wollen wir jetzt haben. Wir können auch nicht Bauland von privaten Eigentümern wegnehmen. Man könnte natürlich schon überlegen, ob man ganz lange ungenutztes Bauland nicht irgendwann sagen sollte, hier passiert nichts, haben wir nicht irgendwelche Möglichkeiten, darauf zuzugreifen, als eine Möglichkeit. Welche sehen Sie? Also wir müssen Ackerflächen in Bauland umwidmen, das dauert aber. Also es müssen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Das muss getan werden. Wir müssen aber auch in der Stadtverwaltung die verschiedenen Akteure bündeln, damit wir schneller zur Entscheidung kommen. Da glaube ich, also ich kann nur sagen, meine Erfahrungen sind, bei der Unterbringung von Flüchtlingen hat die Stadt Köln so eine Art Taskforce gegründet. Das hat dazu geführt, dass man schnell handeln konnte. Und sowas würde ich mir für die Wohnungswirtschaft, für die Wohnungspolitik wünschen. Nun haben wir nicht so viel Ackerland in Köln. Nee. Doch, ja, also im Zentrum. Einige. Aber natürlich, wenn wir darüber hinausgehen. Zentrum sind wir schon. Ich kenne diese Stadt auch, das Umland. Frau Dröge, her mit den Grundstücken. Wie am besten und am schnellsten? Von wem? Also ich glaube, die Stadt tut ja einiges dafür, um auch auf die Suche zu gehen nach neuen Baugrundstücken, also sei es Deutzer Hafen, sei es Mülheim, was auch immer. Ich weiß, dass meine Ratsfraktion teilweise sogar persönlich durch die Stadt geht und sich Notizen macht über Grundstücke, wo man noch aufstocken kann und so weiter. Ich glaube, das ist auch wichtig. Innenraumverdichtung ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen auch in die Höhe gehen, überall da, wo wir das noch nicht getan haben. Beim Thema Flächenversiegelung sind wir natürlich als Grüne kritisch, weil wir gesagt haben, wir haben uns auf der anderen Seite das Ziel gesetzt, den Flächenfraß zu reduzieren. Aber das kann auch miteinander in Verbindung gebracht werden. Also zum Beispiel, wenn man über das Thema Verdichtung spricht oder auch, wenn man über interkommunale Zusammenarbeit spricht und dann über die Kommunen im Umland, die noch Potenziale haben. Aber dann muss man eben auch über deutlich verbesserte Infrastruktur, insbesondere ÖPNV und anderes sprechen oder über das Thema Firmenansiedlung in diesen Regionen auch. Und da sind wir dann bei sowas wie digitaler Infrastruktur, Breitbandausbau und anderes, weil sich manche Firmen einfach es gar nicht leisten können, in die umliegenden Kommunen zu gehen, wenn sie kein schnelles Internet haben. Das ist heutzutage nicht mehr nur so für die digital basierten Unternehmen, das ist auch für viele Anwendungen mittlerweile dringend notwendig. Was man auf der anderen Seite dann aus meiner Sicht vermeiden muss, ist, dass wir so eine Zersiedlungs- und Donut-Effekt haben, dass die Leute alle nur noch rundherum ihre Einfamilienhäuser bauen und dann die Innenstädte auf der anderen Seite in den kleineren Kommunen. Was eine Frage von Planung ist. Genau. Dann auch von Städteplanung. Herr Huben. Ja. Ja, wenn der Rat etwas mehr politischen Mut hätte, hätten wir ja schon durchaus Flächen zur Verfügung stellen können. Ich möchte jetzt nicht das alte Lied von Kreuzfeld anfangen, das ist ja das Lieblingsthema der FDP-Ratsfraktion. Aber Herr Höhing wollte ja eigentlich schon mit einem großen Fächer von städtischen Flächen auf uns zukommen. Meiner Meinung nach hätte das schon längst passieren können, aber... Es gibt dann eben Einzelinteressen, wo dann aus dem einen oder anderen Grund gesagt wird, ja, also das Grundstück jetzt nicht. Verfolgen Sie mal auffällig, unauffällig die Diskussion über das Grundstück Krefelder Straße, Ecke Innere Kanalstraße, der Bauwagenplatz, wo es einen Investor gibt. Das ist aber ein sehr kleines Grundstück. Ja, ja, gut, aber... Ein sehr kleines Grundstück. Ja. Na gut, also ich weiß nicht, wenn 100 Wohnungen schon zu klein sind in der Diskussion, dann haben wir vielleicht da auch den falschen Ansatz. Aber zweites Thema,
wir hatten mal ein vernünftiges Management für die Baulücken. Das ist abgeschafft worden in Köln. Es ist jetzt zum Glück wieder eingesetzt worden. Die Schätzung, was das Baulückenprogramm angeht, Potenzial um die, nageln Sie mich nicht fest, noch immer 15.000 Wohnungen in Köln. Wir haben schon, weil wir ja auch im Livestream sind und man sich beteiligen kann unter Hashtag WoWeTalk, haben Sie schon einige Ihren kurz getwittert, was Sie zu dieser Diskussion für eine Fragestellung haben? Das über Andreas Schichel ist das übrigens, wenn ich ihn vorstellen darf. Andreas. Genau, unsere User im Internet, die den Livestream mitverfolgen, haben schon einige Fragen gestellt. Und zwar fragt zum Beispiel der User mit dem Namen Joja, wie funktioniert in Köln die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen bei der Planung und Realisierung von Neubauprojekten? Ich gebe die Antwort ins Publikum. Nein, Moment. Da hat jetzt Frau Möller das Wort. Genau. Ja, also wir haben, glaube ich, lange darum gerungen, einen Wohnungsbaukoordinator in der Stadt zu haben, um eben halt, den ich auch herzlich hier begrüße, sitzt hier mit im Raum, das war ein dringender Wunsch der Wohnungswirtschaft im Wohnungsbauforum. Also das ist vielleicht der erste, es gibt ein Wohnungsbauforum, das hat die Stadt Köln eingerichtet. Dort treffen wir uns mit Politik und Verwaltung unter der Leitung der Oberbürgermeisterin regelmäßig, 4-mal im Jahr, um wirklich tatsächlich dringende Fragen der Wohnungspolitik in der Stadt Köln zu diskutieren. Das ist auch ein vertrauliches Gremium und es kann dort wirklich sehr offen und auch sehr kontrovers diskutiert werden. Das ist also sehr positiv. Eine dieser Forderungen, die jetzt eben halt auch umgesetzt worden sind, ist die Einrichtung eines Wohnungsbaukoordinators, der mehr oder weniger mit hoher Priorität Wohnungsbauprojekte und auch, ich sag mal, Grundstücksentwicklungen, die zu Bauland werden sollen, eben halt durch den Kölner Verwaltungsdschungel tragen soll. Ist ja nicht zu glauben, ne? Und das finden wir... Nein, das ist gut. Das ist gut. Aber wenn Sie sagen, dass man jemanden braucht, der uns durch den Kölner Verwaltungsdschungel, ist das schon natürlich hart. Ist sicherlich keine Kölner... Auch in anderen Städten gibt es übrigens Probleme, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Also nicht nur in Köln, bevor wir uns hier so ganz auf Köln mit allem, was wir so wissen, einschießen. So, und von daher hoffen wir uns dadurch eine deutliche Prozessbeschleunigung. Also das... Also wir wünschen ihm wirklich viel Fortune und wir wünschen ihm vor allen Dingen auch eine hohe Durchsetzungskraft in den verschiedenen Ressorts, die eben halt das Bauen mit beeinflussen und von daher. Okay, mit dem Mann muss ich gleich noch reden. Das sehe ich schon. Also wie wichtig das ist, wie tatsächlich, was für eine Kraft man braucht, um das alles durchzusetzen. Ich würde, Wie bei der Wirtschaftsförderung. Genau, so heranzugehen praktisch ist ja nicht unsinnig. Vielleicht erst noch mal ein, zwei andere Fragen noch aus dem Netz. Ja. Passend zu dieser Frage der Regelungsflut fragt der User Herr Wagner. Seit 1990 haben sich die Bauvorschriften vervierfacht auf 20.000 Regelungen ungefähr. Was kann man gegen diese Normenflut tun? Ja, wer von Ihnen möchte? Also, die Landesregierung, da können wir ja natürlich. Die Landesregierung, ich habe es ja eben gesagt, startet ja den Versuch, dass wir zumindest in NRW wieder auf das Normalmaß, was der Bund vorgeht, zurückgehen und all die Sonderregelungen, die in den letzten Jahren eingeführt worden sind, dass die schon mal abgeschafft werden. Das ist sicherlich kein Befreiungsschlag, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also jede Regelung, die eingeführt wird, hat irgendeinen Anlass. Und das ist meistens nicht Langeweile eines Verwaltungsbeamten, sondern es ist meistens anlassbezogen. Im Bund haben wir bei Gesetzgebung jetzt das Prinzip, wenn es nicht um europarechtliche Fragen geht, wenn wir neue Regelungen machen, muss eine alte dafür raus. Also ein systematisches Durchforsten wäre sicher angezeigt, um diese Komplexität zu reduzieren. Sie hat aber auch damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass die Länder jetzt alle einzelne eigene Regelungen haben und damit hat sich die Zahl auch in der Tat vervielfacht. Da muss man natürlich auch fragen, warum haben die Länder eigentlich noch jeder eine einzelne Regelung? Ich weiß, es hat einen historischen Hintergrund und das kommt wirklich, aber wir sind dann noch im Jahre 1800 noch was und wir sind jetzt im Jahre 2017. Und da fragt man natürlich, wir haben hier Nordrhein-Westfalen, wir haben dort Rheinland-Pfalz, wir haben Unternehmen, die zusammenarbeiten, übrigens auch grenzenübergreifend und sie stoßen auf verschiedene Ordnungen.
Ja, so weit in die Vergangenheit müssen wir gar nicht zurückgehen. Das ist, aber wir könnten, und das ist ja das Schlimme. Also diese Differenzierung nach den Landesbauordnungen, die ist ja erst dadurch entstanden, dass wir vor wenigen Jahren den Ländern diese Kompetenz gegeben haben. Es ist mal eine Trennung der Zuständigkeiten und der Verantwortlichkeiten von Bundeszuständigkeiten und Länderzuständigkeiten gewesen. Da haben die Länder dies bekommen. Das wollten sie auch haben. Aber das Ergebnis ist eben, dass wir jetzt 16 verschiedene haben und auf der Bundesebene noch eine Rahmengesetzgebung oder eine Rahmenordnung, die eigentlich einen Leitcharakter haben könnte. Aber jedes Land hat sein Interesse, landesspezifisch das so zu machen, wie sie es für richtig halten. Das ist nun mal das Problem dabei. Jetzt könnte man ihnen das wieder wegnehmen oder sagen, wir machen eine Musterbeordnung, ihr müsst euch dran halten, dann haben die Länder die Kompetenz nicht mehr. Und das ist also so eine verwaltungstechnische Problemlage, aus der man dann wieder raus muss. Frau Schuh-Antwerpes, kommt man da raus? Ja, man kann es ja wollen, wenigstens. Ich fände das gut, wir machen das in der Bildung ja auch, dass wir das Prinzip Bund-Kommunen geändert haben. Das ist aufgebrochen worden und das könnten wir in dem Bereich, über den wir gerade sprechen, auch tun. Herr Dede, ja, gut, aber wenn wir sagen, wir wollen das, wir sind die Gesetzgebung. Vielleicht kann man auch noch anders vorgehen, dass man von oben herab andere Faktoren, zum Beispiel die neue Gemeinnützigkeit wieder einführt, insgesamt einen sozialen Faktor einbaut und auf dem Wege sich vielleicht andere Probleme erledigen. Das zum Beispiel würden wir, ja, das ist ja mein, der Mieterbund fordert das bundesweit und hat das auch in die Diskussion über die Bundestagswahl, in die Bundestagswahl reingebracht. Also insofern ist das ja nicht irgendjemand, der diese Sache angestoßen hat. Insofern muss man sich das mal überlegen. Und ich glaube, man würde auf dem Wege verschiedene Genossenschaften, gemeinnützige Wohnungsträger, Baugruppen, in diese ganzen Bereich würde man unterstützen. Frau Drüge, wenn wir erst noch mal, weil wir springen jetzt zur Gemeinnützigkeit, erst noch mal darauf schauen, wie kann wirklich das Bauen leichter gemacht werden? Also wie sehen Sie das? Also hinsichtlich der Kompetenzverteilung waren die Grünen, glaube ich, die Einzigen, die sich damals dagegen ausgesprochen haben, dass die Kompetenz auf die Länder übergegangen ist. Ich halte auch viel davon, in solchen Bereichen einheitliche Regelungsnormen vorzugeben. Grundsätzlich ist es aber so, und hat Herr Möhring recht, dass die Regelungen auch mit Grund gemacht werden und dass man nicht einfach per se sagen kann, Hälfte davon weg, sondern man muss schon gucken, welches Regelungsziel sollte erreicht werden und wie kann man das am besten machen. Wir haben auf Bundesebene zum Beispiel einen Normenkontrollrat, der sich sehr kritisch mit solchen Sachen auch auseinandersetzt und Vorschläge dafür macht, wie dann Bürokratieabbau gelingt, ohne dass gleichzeitig die Standards gesenkt werden. Und weil hier im Raum so gestöhnt wurde, das Thema Wohngemeinnützigkeit, finde ich, ist ein interessant zu diskutierendes Thema. Und da wäre ich auch gespannt, was Sie dagegen haben, weil auch wir uns dafür ausgesprochen haben, dass so eine steuerliche Förderung jährlich und nicht einmalig eine gute Sache sein könnte. Mhm. Herr Huben? So, zum Thema Gemeinnützigkeit. Jetzt habe ich Sie erwischt. Ja, das ist ja gut. Sie überlegten gerade Gemeinnützigkeit. Ich würde gerne noch mal die Runde zu den Vorschriften zu Ende machen. Ja gut, ich habe doch eigentlich den Eintritt gemacht bei den Vorschriften. Ich kann das jetzt gerne noch mal wiederholen. Nee, dann lassen wir das. Dann gehen wir, dann lassen wir das. Gemeinnützigkeit machen wir auch. Ich würde gerne auf das Thema, was Sie eingangs angesprochen haben und wo auch schon unterschiedliche Ansprüche waren, auch Frau Möller, Sie hatten das, was macht Bauen teuer? Mhm. Und wie sind die Baukosten tatsächlich gestiegen? Das heißt, wie sind die Ansprüche gestiegen? Ein Stichwort hier die Kostensteigerung durch die Verordnung der Energieeinsparung, also NF. Das war viel, wenn man bedenkt, 2002 ist eine Steigerung inzwischen von über 16%. Nun kann man sagen, ja, braucht man, aber dann wird es auch teurer. Also, wie kriegen wir die Balance hin zwischen den Ansprüchen, die wir ans Bauen stellen, aber auch nicht die Preise immer höher steigen lässt, gerade wenn man unter einem solchen Druck steht und auch zügig gebaut werden muss. Also ich glaube, wir sollten uns nicht die Gutachten, wie viel Zentimeter Dämmung tatsächlich noch irgendeinen Wert haben, um die Ohren hauen. Ich glaube, dass Das haben wir jetzt, glaube ich, in dem Schlagabtausch einigermaßen. Es gibt Gutachten, die sagen, ab einer bestimmten Dicke hat es gar keinen Sinn mehr. Wir haben, ich glaube, den Praxistest, was die Passivhäuser mit unseren Mietern alle durch und so weiter. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist allerdings da und ich glaube, die ist unbenommen, dass wir für die Energiewende, dass wir für die CO2-Minderung, dass wir Maßnahmen brauchen. Und ich glaube nicht, dass wir, und da sind wir ja auch dabei, dass wir
dass wir das Thema auf der Gebäudeebene lösen werden, sondern wir müssen es auf der Quartiersebene lösen, wir müssen es mit intelligenten Konzepten lösen, müssen es mit intelligenten Energiekonzepten lösen. Und das zu dem Thema der Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir sind da gar nicht, keine Branche, die sich sperrt gegen dieses Thema, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir da schon auch recht innovativ und unterwegs sind. Aber zum Thema Baukosten noch einmal. Es ist ja nicht nur das Thema der NF, was die Baukosten treibt, sondern es ist das Thema Barrierefreiheit, es ist das Thema Brandschutz, und keiner würde uns, da bin ich ganz bei Herrn Mühring, würde sich hier hinstellen und sagen, das ist ein Thema, was wir einfach mal eben unter den Tisch fallen lassen, weil wir haben den Hochhausbrand in London alle gerade noch irgendwie ganz gut vor Augen, und keiner würde jetzt sagen, lasst uns doch mal die Brandschutzkriterien nach unten fahren vor diesem Hintergrund. Aber und trotzdem, andererseits gibt es natürlich eine ganze Reihe Dinge, wo man sagt, brauchen wir neben dem Gürtel, den wir alle in Deutschland jetzt tragen, auch noch die Hosenträger. Und ich glaube, an solchen Themen müssen wir, glaube ich, nochmal, da müssen wir tatsächlich nochmal intensiv ran. Und ist es tatsächlich, sind unsere ganzen hohen Standards, die wir uns inzwischen geschaffen haben, wirklich tatsächlich, die auch an Wohnqualität gehen, die wir uns auch selber gegeben haben, auch aus Wohnungswirtschaft. Lassen Sie uns, Frau Möller, doch mal schauen, ob wir hier in der Runde welche Eindrücke wir bekommen können, was die Hosenträger angeht. Also wir haben den Gürtel und schauen auf die Hosenträger. Auf welche könnte man verzichten? Die Frage ist schwer, weil in jeder einzelnen Frage jemand sagt, den bitte nicht. Ich will mal das ganz sensible Thema Brandschutz noch mal ansprechen. Wir haben die Brandschutzanforderungen sehr hochgeschraubt. Wir haben einen sogenannten Bestandsschutz. Das heißt, da wo nichts gemacht wird, wird auch nichts Neues verlangt. In dem Moment aber, wo wir jetzt an Umbau gehen oder Erneuerung, alter Baubestand modernisieren oder ähnlich mehr, werden die neuen Bestimmungen angewendet. So, das hat aber auch einen Verhinderungseffekt. Also die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, ist, dass Veränderung im Bestand deutlich zurückgegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es nun genau daran liegt. Das sind aber Hosenträger. Jetzt sage ich mal völlig klar, ein Neubau kriegt dann andere Standards als ein Altbau, der nicht nachgerüstet wird. In einem Altbau passiert aber genauso viel oder so wenig wie in einem Neubau, sagt die Erfahrung. Ja? Und die Frage ist, wie viele Notausgänge, wie viele zusätzliche Treppenhäuser, die außen angebaut werden und brauchen wir wirklich? Diese Frage zu diskutieren, führt aber immer dazu, dass keiner wagt zu sagen, wir verzichten darauf. Und weil für den Fall der Fälle genau das. Dann ist jemand der Dumme. Und das hat aber auch in der Praxis zur Folge, dass jeder, der in irgendeiner Phase von Baugenehmigungsverfahren eine Unterschrift unter irgendwas setzen muss, sich tatsächlich die Hosenträger anziehen möchte zum Gürtel, weil er nicht in die Situation kommen möchte, dass ihm vorgeworfen wird, er hat ja fahrlässig oder gar grob fahrlässig irgendwas versäumt. So, das ist ein Teil des Problems. Ob wir diese Kultur nochmal wieder wegkriegen, da haben natürlich auch die Gerichte und Prozesse und so weiter ihre Anteile dran, wage ich zu bezweifeln. Und deswegen kann man es nur machen, wenn man bei der Definition der Standards diese individuelle Entscheidung und Verantwortlichkeit wieder ein Stück weit rausnimmt. Frau Schoen-Werpes? Ich würde gerne bei der Wärmedämmung eine Vorschriftenänderung haben. Also wir haben ja Wohnungen, da wird dann reklamiert bei den Gesellschaften oder Genossenschaften, auch bei privaten Vermietern, da ist plötzlich Schimmel an der Wand. Weil wir so abgedichtet worden sind, und das halte ich für sehr übertrieben. Das wäre eine Vorschrift, an die würde ich zuerst rangehen. Also Steinwolldämmung könnte man mal wieder einführen. Und also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Verbesserungs. Frau Dröge? Also ich werde immer ganz unruhig, wenn Sie mit Ihrem Smartphone, da denke ich, schreibt sie jetzt jemandem anderen oder taucht ja gleich Hashtag WoviTalk. Das fände ich allerdings cool, wenn Sie das machen würden. Das war Wagner. Das fände ich wirklich. Nein, Quatsch. Nein, okay, Scherz beiseite. Nein, ich bemühe mich ja tatsächlich, auch wenn ich zu viele Zettel dabei habe, in Richtung papierloses Büro zu gehen, was aber auch aus Umweltschutzgründen, was aber dazu führt, dass ich die Sachen in meinem Handy gespeichert habe und meine Vorbereitung mittlerweile auch. Ich weiß, dass das eine Generationenfrage ist, dass das ein bisschen auch als unhöflich wahrgenommen wird. Aber Sie haben das doch im Kopf.
Ich habe viele Dinge auch im Kopf, aber natürlich nicht alle. Okay. So, ich meine, so ehrlich muss ich, ja, ich sein, Sie wahrscheinlich auch nicht. Genau, Sie haben ja auch Zettel dabei. Also schauen wir auf genau, den Briefträger aus Ihrer Sicht. Genau, und ich meine, wir haben mit der SPD hier in Köln, auch als ich schon Kreisvorsitzende war, glaube ich, einen fast religiösen Streit über das Thema energetische Gebäudesanierung geführt. Aus meiner Sicht war das ziemlicher Unfug. Gerade das Thema Passivhausstandard, dagegen haben Sie sich gewehrt wie der Teufel gegen das Weihwasser. Ich habe es heute nicht verstanden, warum. Es ist keine Kostenfrage und das ist am Ende ein vernünftiger Energieeffizienzstandard. Und wenn man sich anguckt, dass 40% der Energie im Gebäudebereich emittiert werden und wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir auch an dieses Thema rein. Wir haben Vorschläge im Bereich faire Wärme gemacht, entweder 15% des Energieverbrauchs durch erneuerbare Wärme oder eben einen Sanierungsplan zu machen. Wir haben gesagt, wir brauchen ein Förderprogramm für die energetische Gebäudesanierung, eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Das sind aus meiner Sicht wichtige Sachen, wo wir ran müssen. Und beim Thema Brandschutz, ich meine, ich wohne selber in einem Altbau und habe das gerade auch erlebt, wie dann die Feuerwehr da durchgegangen sind. Und manche Sachen sind schon so ein bisschen, dass man sich denkt, da hat Deutschland mit einer Bürokratieregel zu gut gemeint. So, aber auf der anderen Seite haben wir uns das ja jetzt gerade in London angucken können, was passiert, wenn man dieses Thema nicht ernst genug nimmt. Und deswegen glaube ich, dass das Regeln sind, die wir sehr ernst nehmen müssen, auch wenn es im Detail vielleicht manchmal Kleinigkeiten gibt. Also, Entschuldigung, ich sage, das Holztreppenhaus wird unter Denkmalschutz gestellt und der Brandschutz sagt, es geht nicht. Genau. Herr Dietjen, Hosenträger, ich nehme das jetzt noch mal einmal, Frau Möller, Sie haben es ins Spiel gebracht. Stellplätze für Autos kann man meines Erachtens, müsste man noch mal dran schrauben, ja, weil natürlich insgesamt die Kultur, die mobile Kultur sich ändert, vor allem bei den jungen Leuten. Aber ich glaube, wir müssten auch nochmal überlegen, ob wir neue Wohnformen diskutieren. Also ich weiß zum Beispiel, die Wiener diskutieren Smart Wohnen, nennen die das. Da führt es zum Teil auch zu, dass kleinere Wohnungen gebaut werden. Auch darüber müsste man mal nachdenken und diskutieren. Mhm. Herr Huben, wenn ich dieses anders bauen, andere Wohnformen, wie sind wir da Ihres Erachtens unterwegs? Wie sind wir flexibel unterwegs, wenn wir auf das Wohnen der Zukunft schauen? Nein, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir tendenziell kleinere Wohnungen brauchen. Wir haben im Moment doch das Problem, dass es eine geringe Bewegung im Wohnungsmarkt gibt, weil alle Leute eigentlich Angst haben, aus ihrer Wohnung, selbst wenn sie zu groß ist, auszuziehen, weil sie dann für das gleiche Geld eine kleinere Wohnung bekommen. Also bleiben sie, oder sogar teurer, also bleiben sie, wo sie sind. Vielleicht noch mal zwei, drei Tatsachen eingebracht, Herr Dietjen. In Köln sind im letzten Jahr 20.000 PKWs mehr angemeldet worden. Also ich sehe den großen Umschwung, was das individuelle Fahren angeht, noch nicht. Und auch die religiöse Diskussion über den Passivhausstandard ist, glaube ich, nicht von der SPD in die Diskussion eingebracht worden, sondern von den Grünen. Und die Probleme, die wir zumindest mal als öffentliche Hand mit dem Passivhausstandard haben, das merken wir jetzt gerade insbesondere beim Schulbau. Aber was Ihre Frage angeht, ich glaube, tendenziell müssen wir auf kleinere Wohnungen gehen, weil insgesamt mehr Singles oder Paare leben und nicht mehr die Standardfamilie, wenn man das so nennen darf, Vater, Mutter und zwei Kinder. Frau Dröge, Sie wollten ergänzen. Genau, weil es um dieses Thema neue Wohnformen geht. Und da finde ich, hat Herr Dietjen einen sehr wichtigen Punkt ins Spiel gebracht. Und ich finde gerade das Thema Baugruppen ist da etwas, was wir deutlich stärker fördern müssen. Auch mit Blick auf flexible Wohnungen. Zum Beispiel im Klutgelände, da sind ja jetzt mehrere Baugruppen auch entstanden. Und die nutzen dann beispielsweise Gemeinschaftsräume gemeinsam. Die haben dann zum Beispiel eine Gästewohnung gemeinsam. Dafür fällt das eigene Gästezimmer in der Wohnung weg. Damit kann man schon Platz sparen. Die gestalten aber teilweise Wohnungen auch so, dass wenn man eine Familie ist, man dann eine Vierzimmerwohnung hat und die Kinder sind groß und ziehen aus, kann man das abtrennen und hat eine kleinere Wohnung und kann die andere nochmal vermieten. Das sind alles neue Wohnformen, die man auch fördern kann und die Baukosten sind in diesen Baugruppen für die einzelnen Familien deutlich günstiger, weil es einmal steuerlich gefördert ist und weil der Investorenzuschlag wegfällt. Wir haben den Architekten von einer Baugruppe mal gefragt, im Klutgelände 5.000 Euro der Quadratmeter bei Investoren, 3.500 der Quadratmeter bei Baugruppen. Das ist natürlich für eine Familie schon ein relevanter Preisunterschied. Sagt Herr Möhring zu meiner Linken, das sind aber Nischen, was nicht heißt, dass man es Herr Möhring nicht in die Breite treiben könnte.
Also die Frage ist schlicht und einfach, wie groß ist die Nachfrage, wie groß ist die Nische? Die gibt es natürlich und man soll nichts verschenken. Gerade in den Metropolen. Ich meine, schauen wir auf unser Thema. Ja, also die Baugruppen sind eine Geschichte, aber die Baugruppen werden unser Problem nicht lösen. Weil das einfach vom Umfang her zu wenige Fälle sind. Herr Huben hat recht, was die Größe der Wohnung angeht. Wir haben ja eine etwas paradoxe Entwicklung dadurch, dass wir durch das Älterwerden der Gesellschaft und das Beharren in den Wohnungen tatsächlich einen viel höheren Quadratmeterverbrauch pro Person haben als früher. Nicht, weil wir einen höheren Bedarf haben, sondern weil die Zielorientierung, Wohnungsgröße und Bewohner eben nicht mehr ganz so übereinander passt. Aber Beharren in den Wohnungen ist natürlich ein Problem, weil es gibt schon nicht wenige, die auch in Köln, die schon älter sind und allein in einer Wohnung sind, gerne in einer anderen Form wohnen würden. Ja, aber jetzt weil was willst du alleine mit 120 Quadratmeter, wenn die Kinder weg sind? Die Frage ist natürlich, wo ist das Angebot? Ja, vor allen Dingen, jetzt kommt nämlich ein anderer Punkt hinzu. Wenn man umzieht in eine kleinere Wohnung, ist das Umzugskosten. Und Mieteinsparung ist wahrscheinlich minimal und im ungünstigsten Fall ist sie sogar noch mal teurer. Denn die Neuvermietung, wenn jetzt eine Neubauwohnung ist, haben wir Problem Mietpreisbindung nicht, beziehungsweise Mietbremse nicht. Der Knackpunkt ist aber, der Vorteil könnte darin liegen, dass die Nebenkosten kleiner werden. An der Miete wird sich da wenig bewegen. Und deswegen müssen wir meiner Ansicht nach nochmal in der Diskussion auf die Punkte kommen, die wir ausgelassen haben. Was ist denn auf der Investorenseite an Möglichkeiten zur Verbilligung? Ich habe jetzt mal gesagt, wir haben in der letzten Wahlperiode über das Thema degressive Abschreibung in den Gebieten mit angespannten Wohnungsmarkt gesprochen. Ist leider gescheitert, bleibt auf der Agenda, weil das natürlich auch Instrumente sind, mit denen man sehr viel bewegen kann. Da bewegt man nämlich Kapital und Investoren. Frau Schuh-Antwerpes will die ganze Zeit schon dann... Ja, ich wollte einsteigen auf das Thema Mehrgenerationenwohnen zum Beispiel. Da gibt es Zuschüsse vom Bund und da kann man natürlich auch die Regelung, das was Frau Dröger eben angesprochen hat, die Regelung, dass man Wohnungstausch machen kann mit entsprechender Bauweise, dass man das viel, viel schneller umsetzen kann. Aber nicht nur drüber reden, sondern es auch machen. Das würde ich der Stadtverwaltung gerne mehr zukommen lassen, dass die diese Möglichkeiten auch der Finanzierung ausschöpfen. Lotsen, die durch die Fädel gehen, jemanden, der auch sozusagen das managt untereinander. Also da ist noch Luft nach oben. Herr Dädchen. Also man muss mal auch aus der Geschichte ein bisschen lernen. Im Zuge der Industrialisierung hat es ja damals Genossenschaften gegeben. Solche Genossenschaften, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist eine andere Situation. Aber wir müssen diese Probleme, kann man ja nur im Quartier lösen. Weil die Leute, also ich habe vor kurzem mal so eine Frau getroffen, die sagt, ich will aber in Ehrenfeld bleiben. So, aber die Player in Ehrenfeld sind dann, da habe ich gesagt, gehen Sie doch zur Ehrenfelder Genossenschaft. Die war bei der WSK-Mieterin. Und die WSK hatte zum Beispiel nur wenige Wohnungen in Ehrenfeld. Ich habe gesagt, vielleicht kann man ja einen Tausch machen zwischen den einzelnen Genossenschaften. Das ist ja zum Beispiel eine Form. Aber das muss natürlich im Quartier stattfinden. Und wenn wir erreichen, das würde an die neue Gemeinnützigkeit würde anknüpfen, wenn wir erreichen, dass wir mehr Genossenschaften sich bilden und dass wir dies fördern, die im Quartier, dann können wir solche Probleme, solche Vernetzung auch im Quartier entwickeln. Und neue Generationen werden neue Formen entwickeln und die werden anders auch wohnen. Und darüber müsste man mal ernsthaft nachdenken. Da gibt es ja auch Diskussionen. Okay, kurz der Punkt Gemeinnützigkeit. Der ist jetzt so häufig gefallen, das müssen wir schon noch mal einmal aufgreifen, um zu sehen, wie da die Positionen bei Ihnen sind. Frau Möller, Sie sagen, wir halten das nicht mehr für das Instrument. Also es gibt ja eine klare Positionierung. Alle die Gesellschaften, die hier mit ihren Geschäftsführenden Vorständen vertreten sind, haben gesagt, wir haben eine Satzung, die hat sich seit Abschaffung der Gemeinnützigkeit nicht verändert und wir haben immer noch den gleichen Satzungszweck und insofern erfüllen wir diese Aufgaben, die wir qua unserer Satzung haben, auch ohne die Gemeinnützigkeit. Daneben bringt uns die Gemeinnützigkeit tatsächlich keinen Vorteil. Also weil, wie gesagt, unsere Gesellschaften, so wie wir hier sind, Genossenschaften und so weiter, stehen für diese Aufgabe zur Verfügung. Das haben wir, glaube ich, auch sehr klar nachgewiesen. Und die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit schafft uns keine Wohnung mehr. Okay, ein wichtiger, möchte jemand von Ihnen noch pro, contra ein wichtiges Argument dafür oder dagegen noch hinzufügen? Ja. Dann nur kurz. Vielleicht noch eins. Also die Frage der Gemeinnützigkeit, Sie haben richtig gesagt, Sie arbeiten sozusagen gemeinwohlorientiert nach den alten Kriterien weiter.
Gemeinnützigkeit, so wie sie sich hier vorgestellt wird, ist erstens europarechtlich extrem fragwürdig, was die Frage der Beihilfekonformität angeht. Da gehen wir mal davon aus, dass wesentlich mehr dagegen spricht als dafür. Zweiter Punkt, wenn man nur nach Gemeinnützigkeit arbeitet, nimmt man den Unternehmen ein großes Maß an Flexibilität. Ich glaube, das braucht zusätzliche einen großen Applaus aus dieser Runde. Ja. Vielen Dank, das ist der Punkt. Und nimmt Flexibilität für Zusatzangebote, ob wir jetzt über Mieterstrom reden oder über quartiersorientierte Lösungen, das funktioniert alles nicht. Und die Gefahr einer viel stärkeren Segregation, das heißt Konzentration von bestimmten sozialen Gruppen, die wir eigentlich auflösen wollen, ist dadurch viel stärker. Also deswegen halte ich davon überhaupt nichts. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal kurz schauen, was für weitere Fragen noch unter Hashtag WoWiTalk eingekommen sind. Genau. Der User Georg D. Stellt eine Frage direkt an Herrn Möhring nochmal. Bei dem Thema Wohnen geht es auch immer um das Zusammenleben verschiedener Lebensentwürfe. Was tut die CDU, um die Quartiere lebenswert und vor allem bunt zu halten? Wir regeln das nicht und wir verhindern es nicht, sondern das ergibt sich durch die Nachfrage. Fördern Sie es? Weil das ist ja die Frage, die eigentlich rauskam. Nein, die Frage, wer einzieht, richtet sich nach sozialen Kriterien und das ist das einzige Element. Ob das jetzt Verheiratete oder Unverheiratete, Alte oder Junge sind, gleichgeschlechtliche Paare oder andere, ist kein Kriterium für die Vergabe von Wohnungen. Und das, denke ich, ist auch vernünftig so. Gibt es noch eine weitere Frage, die allgemeiner ist oder auch noch direkt an einen der anderen Diskussionsteilnehmer? Es gibt noch eine Frage, die direkt an Frau Dröge gerichtet ist, und zwar, wie kommen Sie darauf, dass ein Passivhaus keine Kostenfrage ist? Also, wie gesagt, ich habe da ja schon eingangs diese Studie zitiert, die die Stadt Hamburg in Auftrag gegeben hat. Dort wurden 4.780 Wohneinheiten analysiert und hinsichtlich der Kosten am Ende, der Baukosten miteinander verglichen. Und da war das Ergebnis dieser Studie, dass die Energiekennziffer keinen Einfluss auf die eine höhere Kostenbelastung hatte. Man müsste... Möchten Sie inhaltlich entgegnen oder bleibt es bei dem Kommentar? Es bleibt bei Ihnen beiden beim Kommentar. Ich würde gerne noch mal schauen, welche finanziellen Anreize in einer kurzen Runde es geben könnte. Denn wenn man in die Parteiprogramme vor der Wahl schaut, dann sieht man ja auch noch bestimmte Vorstellungen, die es da gibt. Also zum Beispiel 1, Abschreibungsrate für Gebäude von 2% auf 3% erhöhen. Eindeutig klar im Programm der FDP, auch die CDU ist dafür. Differenziert, weil eben die CDU, die FDP ist so dafür. Aber mit welchem Ziel? Na klar, damit... Ja klar, wir wollen damit Investitionen anreizen und wir haben gesagt, wir wollen es begrenzen auf bestimmte Preissegmente. Deswegen haben wir es gedeckelt, was die Quadratmeter Baukosten angeht. Und wir haben es auch oder überlegen auch, dass man es räumlich beschränkt auf Gebiete, in denen ein angespannter Wohnungsmarkt ist. Macht keinen Sinn, das irgendwo zu machen, wo wir Fehlanreize setzen und in Abwanderungsgebieten auf diese Weise einen Wohnungsbau anreizen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ein Punkt, der auch immer wieder auftaucht, ist Wohngeld. Also, weil Wohnungsbau braucht natürlich auch zahlungsfähige Mieter und dann ist immer wieder die Diskussion, inwiefern das Wohngeld tatsächlich aussieht und ob das nicht stärker der örtlichen Mietentwicklung angepasst werden müsste. Frau Schuh-Antwerpes. Also diejenigen, die die Wohnung dann nicht mehr bezahlen können, durch Modernisierung zum Beispiel, die müssen auf jeden Fall dann den Ausgleich bekommen, dass das Wohngeld bezahlt werden kann von der Kommune, damit die Menschen in ihrem Veedel bleiben können. Das ist das A und O und wir würden gerne den Schwerpunkt auf mittlere oder auch untere Einkommen lenken, dass die unterstützt werden, auch was den Ankauf oder den Neukauf von Wohnungen angeht, um familiengerecht zu handeln. Mhm. Also dieses Wohngeld ist ja gerade angehoben worden, vor etwa einem Jahr. Und da haben vor allem natürlich die Kommunen großen Wert drauf gelegt. Und wir haben das mal ausgerechnet, in Köln haben wir 2 Millionen Euro gespart. Und das macht enorm was aus. Das wäre ein Weg, wie man insgesamt das sozusagen erreichen kann, dass die Leute aus Hartz IV rauskommen, wenn sie das Wohngeld kriegen. Das wäre auch eine Frage der Würde für die Person an sich. Aber es wäre natürlich auch für die Kommunen eine erhebliche Erleichterung. Und deswegen bin ich der Meinung, da sollte man noch was machen. Wir haben immerhin die Preissteigerungsrate ist jetzt inzwischen angepasst. Also es wird automatisch erhöht. Das ist auf jeden Fall mal ein kleiner Fortschritt.
Aber das reicht nicht aus, man müsste da wirklich nochmal was machen. Herr Huben, also wir sehen Einigkeit mit einem Punkt, der auch im FDP-Parteiprogramm drin steht, für die Bundestagswahl. Ja, natürlich dürfen Sie das auch jetzt. Also die Gefahr durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten, Fehlallokationen im Wohnungsbau herzustellen, deswegen habe ich bei Bochum eben ein bisschen gelächelt. Bochum hat, glaube ich, andere Probleme als Köln oder München oder Frankfurt oder Hamburg. Also die Angst sehe ich bei dem derzeitig angespannten Wohnungsmarkt nicht. Also wenn es die Möglichkeit gäbe zu bauen, wüssten, glaube ich, schon die Unternehmen, wohin sie gehen und nicht irgendwo etwas hinbauen. Und ich möchte zum Thema Wohnungsgeld und Unterstützung eine Bemerkung machen, die ich schon lange nicht mehr verstehe. Soweit ich das richtig weiß, haben in Köln ungefähr 50% der Bevölkerung einen Wohnberechtigungsschein, rein theoretisch. Rein theoretisch oder praktisch? Ja, ich weiß nicht, ob Anspruch. Sie sich ihn abholen. Anspruch. Sie haben den Anspruch darauf. So. Das passt, glaube ich, heute nicht mehr zur aktuellen Situation, dass wir Leuten einen Status geben, den sie faktisch überhaupt nicht mehr nutzen können. Also das ist auch ein bisschen weiße Salbe. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass das Thema geförderte Wohnungen gar nicht von Ihnen aus angesprochen wird, weil wir haben in den Metropolen, und das ist ja das Thema, der Anteil der geförderten Wohnungen wird in den nächsten Jahren dramatisch runtergehen. Wir sind jetzt in Köln bei 6,8%. Wir werden alleine im Jahr 2024/25 in den beiden Jahren, werden insgesamt 8.400 geförderte Wohnungen aus der Bindung laufen. Also das ist ein Riesenthema, mit dem sich vor allem die großen Kommunen, also wahrscheinlich nicht nur die Metropolen, sondern auch mittlere Städte, 300.000 Einwohner, da wird es ein ähnliches Problem. Ich kenne jetzt die Situation da nicht in anderen Städten, aber das ist ein Riesenthema. Und wir müssen in Köln oder in den anderen Metropolen im Allgemeinen, müssen mehr geförderte Wohnungen gebaut werden. Ich würde gerne noch einen Punkt, weil den muss ich noch auf Bundesebene tatsächlich klären, der noch wichtig ist. Wenn wir über Förderung reden, gerade über Wohnraumförderung. Wir wissen ja, dass der Föderalismusreform das Ganze nun Sache der Länder und der Kommunen ist und dass der Bund 2019 aus der Finanzierung raus ist. Erstmal, wenn man das nicht ändern will. Also wenn man keine Grundgesetzänderung vornehmen will, um den Bund tatsächlich in der Finanzierung weiter in der Pflicht zu behalten. Wie sehen Sie das, Herr Möng? Also muss der Bund auch nach 19, also, wenn das formal ausläuft nach jetziger Gesetzeslage, jetzt sind ja nur noch Kompensationszahlungen. Ja, aber wir haben es ja schon de facto durchbrochen, indem wir in den letzten beiden Jahren massiv einige 100 Millionen Euro an die Länder weitergegeben haben, die zum Teil auch wirklich für eine Wohnraumförderung nutzen. Sowas muss man natürlich verstetigen, weil Bauen ist eine Frage von Planung. Das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht, sondern... Ich muss mal umgekehrt den Ländern einen Vorwurf machen. Ja. Die Regelung, dass diese Aufgabe ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich ab 2018, nach der Föderalismusreform den Ländern alleine überlassen bleibt, hat nicht dazu geführt, dass die Länder finanzielle Vorsorge getroffen haben. Im Gegenteil, es hat Länder gegeben, die über Jahre hinweg sozialen Wohnungsbau runtergefahren haben und die Mittel nicht verstetigt haben. So. Das Geld genommen und nicht gemacht haben. Berlin ganz besonders schlimm. Nordrhein-Westfalen ist da ziemlich vorbildlich. Die haben es besser gemacht. Und vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahren haben sie es konsequent gemacht. Ja. Davor haben sie auch gesündigt, aber schwamm drüber. So. Wie weiter? Jetzt ist die grundsätzliche Frage, und das ist Dissens mit der SPD, die möchte gerne die Kompetenz an den Bund zurückholen. Ich sage mal so, die Länder haben für diese Aufgabe Umsatzsteuerpunkte bekommen, und zwar nicht wenige. Die haben sie einkassiert, aber die Aufgabe nicht. Wenn wir jetzt darüber reden, dass der Bund die Aufgabe machen soll, dann nur auf die Weise, dass die Länder die Refinanzierung dem Bund auch zurückgeben. So viel das werden zu sie nicht gemeinsamen tun. Lösung von Problemen. Deswegen bin ich der Meinung, konsequente Verantwortung bei den Ländern. Und wenn es wirklich hakt, muss der Bund im Einzelfall Zuschüsse machen, aber nicht schon wieder eine Mischverantwortlichkeit. Das funktioniert nicht und dafür sind die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern auch zu groß. Kann man nicht über einen Kamm scheren. Das, wenn wir auf Bundesebene gucken, Frau Schoen-Werpe, sieht die SPD anders? Ja, wir sehen das anders. Wir würden gerne, dass Städtebauförderungsmittel weiterhin an die Kommunen kommen und dieses... Das ist unstrittig, sondern die Frage ist, wir sind beim sozialen Wohnungsbau, soziale, die Frage, was nach 2019 passiert, inwiefern der Bund die weitere Finanzierung
gewährleistet oder nicht. Oder ob es, wie es jetzt gesetzlich vereinbart ist, es nur noch Ländersache ist. Also das Land ist in der Verantwortung. Das heißt nicht, dass der Bund nicht irgendwelche Sonderprogramme aufnehmen kann. Nein, nicht nur Sonderprogramme, sondern grundsätzlich sollte der Bund das auf jeden Fall finanzieren. Als Schwerpunkt ist das unser Ansinnen. Frau Dröge, wie sehen Sie das? Also aus meiner Sicht muss der Bund auch in der Finanzierung bleiben. Und Herr Möhring, ich habe jetzt über ziemlich viele Jahre diesen Landeshaushalt mitverfolgt und der Bund macht es sich da ziemlich einfach zu sagen, die Länder, die sollen das jetzt einfach mal finanzieren oder das Geld zurückgeben. Wenn Sie sich diesen Landeshaushalt anschauen und Sie sind jetzt als Schwarz-Gelb in der glücklichen Situation, die nächsten Jahre diesen Landeshaushalt zu verantworten, wenn die Zinsen wieder steigen. Und dann möchte ich Sie mal sehen mit der Einhaltung der Schuldenbremse und gleichzeitig dem Ausbau des sozialen Wohnungsbaus. Das wird bei dieser Struktur der Finanzierung des Landeshaushaltes nicht finanzieren, wenn die Länder nicht auch eine deutliche Unterstützung des Bundes kriegen. Es reicht nicht. Die Länder haben keine ausreichende Finanzierung, um das wieder zurückzugeben. Ich finde, die gemeinsame Finanzierung ist wichtig. Aber zu sagen, wenn der Bund das wieder übernimmt, muss das Land in Nordrhein-Westfalen also dann wieder Geld an den Bund zurückgeben, dann lag hier in Landeshaushalt. Frau Dröge, als Koch Steinbrück dieses Konzept gemacht haben und das da realisiert wurde, ist für den Bereich Verkehrsfinanzierung, sozialer Wohnungsbau und ein paar andere Bereiche die Verantwortlichkeit eindeutig geregelt worden und dafür haben die Länder höhere Steueranteile bekommen. Die haben sie einkassiert, aber sie nehmen diese Aufgabe nicht wahr. Das ist das, wo ich sage, das kann man nicht einfach jetzt rückgängig machen, das Geld bleibt bei den Ländern. Ob die Länder mit ihrem Geld auskommen oder nicht, da können wir grundsätzlich drüber diskutieren, aber nicht in Bezug auf eine einzelne isolierte Lösung. Da bin ich dafür, Verantwortlichkeiten muss man klar definieren und dann hat man einen Verantwortlichkeiten. Wenn viele verantwortlich sind, ist keiner verantwortlich. Finde ich nicht gut. Ich würde sagen, wir können sagen, dass alle gemeinsam erkannt haben, dass wir ein Problem haben. Hallo? Ha? Ja, das ist ja schon mal was. Es gibt auch einzelne Instrumente, mit denen man versuchen kann, an dieses Problem heranzugehen. Das gibt es auch schon. Dass es noch Diskussionen, auch was Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern geben wird, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Dass die Notwendigkeit und die Kommunen auch und auch es gibt ja auch, das ist das Einzige, was vielleicht ein wenig tröstet. Es gibt ja schon wirklich viele Beispiele, wo man sieht, wie es funktioniert. Die Frage ist nur, also auch wie gebaut wird, da haben wir jetzt gar nicht serielles Wohnen, da gibt es wirklich so viele Beispiele inzwischen. Die Frage ist nur, wie kriegt man es tatsächlich in die Breite getragen, damit es nicht nur immer einzelne sogenannte Leuchtturmprojekte bleiben, sondern tatsächlich eine größere Breitenwirkung hat. Wir haben verschiedene Punkte nur anreißen können. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese Diskussion. Herzlichen Dank Carsten Möhring, herzlichen Dank Elfi Schuh Antwerpes, vielen Dank Jörg Detjen, vielen Dank Katharina Dröge, vielen Dank Reinhard Huben und Frau Möller Ihnen natürlich auch. Und ich entlasse Sie jetzt aus dieser Diskussion, allen, die dabei waren bei uns hier im Livestream, der jetzt ja schon beendet ist, nehme ich an, mit den Fragen, wir haben nur ein paar aufgreifen können, aber man hat uns gehört, uns gesehen und die Diskussion wird hoffentlich so auch in die Breite weiterhin getragen. Herzlichen Dank Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend.